Herzlich willkommen zu Glücklich sei mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln recht herzlich willkommen. Und ja, es ist einfach, der Frühling ist da. Was soll ich anders sagen? Wir haben wunderbare 16, 17 Grad den ganzen Tag gehabt und die Sonne schien vom blauen Himmel ohne Wolken. Und ja, für mich war das so heute so dieser Impuls. Also ich hatte die Idee schon ein bisschen länger, auch mal eine Folge über den Frühling zu machen. Heute habe ich gedacht, komm, jetzt wird es einfach Zeit. Jetzt, der Frühling ist da, die Zeitumstellung war da und jetzt kommt die Folge über den Frühling. Und vielleicht fragst du dich, okay, Persönlichkeitsentwicklungspodcast, Achtsamkeit, Kommunikation, Tiefgang, die ganz großen Themen, Frühling, was macht der Dirk da? Ja, ich hatte im Herbst eine Folge über den Herbst und hatte mich da auf ein altes Zitat von mir gestützt, dass ich sagte, Herbst ist doch scheiße. Und natürlich ist der Herbst nicht scheiße, der Herbst ist wunderbar. Und der Herbst hat seine Facetten, die wo wir so wunderbar viel für uns rausziehen können, genauso wie es der Winter hat und genauso wie es jetzt der Frühling hat. Und da möchte ich dir aufzeigen, warum es vielleicht Sinn ergeben könnte, den Schwung oder die Energie oder die Kraft, die die Natur hat und besonders auch der Frühling, wie du die nutzbar machen kannst, um auch dich weiterzuentwickeln und dich auf die nächste Stufe zu bringen, um ja für dich ein besseres, glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Weil das ist ja mein Anspruch. Also ich hoffe, dass du aus jeder Folge irgendwie was mitnehmen kannst, wo du sagst, Bam oder Chaka oder ja oder das war dieser kleine Hinweis oder das war dieses i-Tüpfelchen, was mir einfach hilft, den nächsten Schritt zu gehen oder die Angst hinter mir zu lassen oder ja, die es einfach klarer gemacht hat, warum du bei dir anfangen darfst. Und ich möchte es versuchen, in den richtigen Kontext zu rücken. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt auf diesem Planeten, dann haben wir die meiste Zeit davon in der Natur und im Einklang mit der Natur verbracht. Und wann haben wir angefangen, Dinge aufzuschreiben für die Nachwelt? Vor 5000 Jahren etwa oder so? Seit wann gibt es die ersten Religionen? Seit 3000 Jahren oder sowas? Und wenn man jetzt die Industrialisierung nimmt, also wo dieser rasende Fortschritt, wo wir es geschafft haben, menschliche Arbeitskraft outzusourcen und Maschinen unsere Arbeit verrichten lassen, was dann nochmal extremes Wachstum erzeugt hat, was uns dahin gebracht hat, wo wir im Prinzip heute stehen, dass wir riesige Städte haben, so wie ja Köln auch. Okay, in Relation zu den Millionenstädten in China oder auch von Nordamerika oder in Afrika ist es natürlich, ist Köln mit 1 Million eher eine Kleinstadt, aber wo wir es geschafft haben, in die Höhe zu bauen, wo wir es geschafft haben, so viel Technik, so viel Know-how anzuwenden, dass ich jetzt hier in so ein kleines silbernes Mikrofon sprechen kann und das überall auf der Welt zu sehen ist. Und das hat uns, glaube ich, über kurz oder lang und gerade sozusagen die letzten 20 Jahre oder so, wo es mit der Internettechnologie, mit der Digitalisierung, mit auch der zunehmenden Verfügbarkeit, gerade in den Industrieländern, weil wir diesen Reichtum auch für große Teile der Bevölkerung zugänglich machen, was nicht heißt, dass wir nicht auch in Deutschland noch viele, viele Probleme haben und auch viel Armut haben und so. Hier ist auch bei weitem nicht alles gut. Das ist, möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber wo es doch gelungen ist, viel Technik für viele Menschen zur Verfügung zu stellen. Da ist es uns, glaube ich, völlig abhanden gekommen, dass wir aufgrund unseres Körperbaus, aufgrund unserer physiologischen, also unserer Biochemie, unseres Funktionierens, wie wir halt funktionieren, dass wir eben nicht Computer sind oder durch technisierte, rational-analytische Wesen, sondern dass wir viel, viel mehr sind. Dass wir halt diese Mischung sind, dass wir unser Gehirn so benutzen können, diese wunderbare Maschine, die so klar und strukturiert denken kann und die so komplexe Aufgaben bewältigen kann und die immer eine Lösung findet, auch wenn sie uns oft nicht gefällt,
zumindest im Nachhinein, für die schweren Probleme und am Leben zu bleiben sozusagen. Das ist das eine. Und das andere ist aber die Seite, die viele Menschen halt so vernachlässigen. Das ist die Intuition, das sind die Gefühle, die Emotionen, das Spüren. Und diese Mischung, und dazu lade ich dich ja immer wieder ein, diese Mischung bei dir vielleicht neu zu justieren und auch diese Seite, die du vielleicht vernachlässigt hast, die viele Menschen vernachlässigen und die ich auch lange Zeit vernachlässigt habe, nämlich mehr zu spüren und mehr zu fühlen. Und damit meine ich jetzt nicht das, was oft dann auch wieder in den Nachrichten, wo ja Fühlen oder so ein Gespür für Dinge oft so einen negativen Touch bekommt. Es geht hier nicht um ein Gespür für eine Wahrheit oder für Fake News oder so, sondern es geht dass du wieder dieses Gespür bekommst für dich, was sich für dich gut anfühlt, was sich für dich richtig anfühlt und wie du dich da sozusagen dann auch angesprochen verhältst, wo du vielleicht sozusagen eine andere Idee bekommst von deinem Kognitiven, also von deinem Gehirn, als von deinem Bauchgefühl. Und da mit dem Bauch zu gehen und mit deiner emotionalen Seite zu gehen. Und falls du dich fragst, warum du das tun solltest, du tust es sowieso schon die ganze Zeit. Also wenn du überlegst, dir ein neues Smartphone zu kaufen oder wohin der nächste Urlaub gehen soll oder so, dann kann man versuchen, die Entscheidungen, die man schon längst auf der emotionalen Ebene getroffen hat, sich rational zu erklären und zu begründen. Aber das ist genau das, es ist nur noch eine Erklärung für die Entscheidung, die bereits getroffen wurde. Sollte natürlich, das hat natürlich alles Grenzen und die Grenzen sind natürlich irgendwie das Finanzierbare. Also ich könnte mich vielleicht gefühlsmäßig irgendwie für die Karibikreise entscheiden und dann kommt trotzdem nur der Hollandurlaub raus, weil, also in Anführungszeichen nur der Hollandurlaub, ich bin ein großer Holland-Fan, weil es sozusagen, das eine ist völlig außerhalb meines Budgets und das andere ist halt irgendwie finanziell machbar. Aber grundsätzlich zeigen wissenschaftliche Studien, dass die Entscheidung immer aufgrund einer emotionalen Verknüpfung getroffen wird und nie aufgrund des rationalen Denkens. Der rationale Teil in unserem Gehirn, das Reptiliengehirn, ist also nur der Berater des limbischen Systems, des emotionalen Systems. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese Seite halt nicht verloren geht. Und jetzt komme ich dann endlich auch dazu, warum es so meiner Meinung nach so unglaublich wichtig ist, dich wieder mehr mit der Natur zu verbinden. Weil es hilft dir, ins Spüren zu kommen. Welche Momente in deinem Leben waren die großartigen? Also abgesehen davon, dass vielleicht dein Kind oder dein Enkel oder dein Geschwisterchen geboren wurde oder so, wo du die Natur hast entstehen sehen, mehr oder weniger, wo du es also am eigenen Leib erfahren hast, sind es doch die Momente, wo du Verbundenheit hast in der Natur, oft mit anderen Menschen, sowas wie ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang, einen Strandspaziergang, ein Erlebnis in der Natur in irgendeiner Art und Weise. Klar, es gibt da auch andere. Aber was ich dir sagen will, diese Nähe zu der Natur, und das hat nichts Esoterisches oder Spirituelles oder sonst irgendwas oder Religiöses, das kennst du schon. Da ist also etwas ganz Besonderes sowieso schon in dir. Und das macht es dann oft so mystisch, so ein Sonnenuntergang, ne? Das ist ja auch herrlich. Oder wenn die Sonne aufgeht und davor diese Dämmerung, die wir hier in den mittleren Breiten ja haben, dass wir eine halbe, dreiviertel Stunde lang schon diese Dämmerung haben. Und das ist ja wunderbar. Und dieses zu trainieren, und das kann man wunderbar, wenn man rausgeht, und es fängt gerade alles an zu sprießen. Also wir haben hier jetzt die Kirschblüte, ich habe eine Kirsche im Hinterhof, die steht schon wunderbar wieder in der Blüte, aber auch die frühblühende Magnolie. Es sind ganz viele Frühblüher, das Gras wird so ein bisschen saftiger, es wird so ein bisschen grüner. Und da dir die Zeit zu nehmen, die Momente zu nehmen, reinzuspüren, den Spaziergang in der Natur zu machen,
den Vögeln zuzuhören, wenn sie zwitschern, wenn du durch den Wald gehst, ja, die Natur zu beobachten, nicht nur die Vögel, die rumfliegen, nicht nur die Bäume, die anfangen zu sprießen, nicht nur die Blüten, die Osterglocken oder die Schneeglöckchen, alles, was anfängt zu blühen, sondern die Natur, sie kreucht und fleucht. Und da in dich zu gehen, da mal reinzuspüren, was das mit dir macht. Und es kann sein, dass du sagst, das macht gar nichts mit mir. Und du weißt, ich mag Tiefgang, ich mag keine oberflächlichen Dinge. Und dann würde ich die provokative These aufstellen, dass die Verbindung nicht da ist, beziehungsweise dass eventuell die Stimmung nicht da ist. Weil das ist das, was ich gemerkt habe und was ich ganz, ganz oft höre. Ja, Dirk, ist ja alles schön gut, wenn da so ein Sonnenuntergang ist. Das ist wirklich herrlich. Aber alles andere, das wird so hingenommen. Da sehen wir das Spezielle nicht. Und ich glaube, das ist es sozusagen. Das Spezielle ist nicht nur in dem Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang oder wenn ich vor so einem Bergpanorama stehe oder die Wellen umschlagen oder da ist ein See und da ist so der Frühnebel drauf oder welche schönen Ereignisse du noch kennst mit der Natur, sondern die Faszination der Natur ist in allem mehr oder weniger. Ist in den kleinen Tieren, ist in den Blüten, ist in den Blättern, ist in den Bäumen, ist in den Vögeln. Nur wir sehen es nicht mehr. Genau wie wir doch die Faszination für uns selber doch oft verloren haben. Also wenn ich mein Newsletter beginne mit Liebes Genie oder beim Vortrag oder bei einem Seminar die Menschen frage, wer glaubt denn, dass er ein perfektes Wesen ist? Da gucken die Leute mich an, als wäre ich ein Auto und denken so, was ist das für ein geschwollenes Sprech? Aber es ist doch, also ich finde, man kann mit, da braucht man auch keinen guten Willen zu, man kann auch behaupten, dass jeder, der es sozusagen geschafft hat, in der evolutionären Kette auf diesem Planeten zu leben, ein Wunder der Natur ist. Ich meine, wir können es natürlich auch ein bisschen drunter machen und wir können nur die Leute als Wunder der Natur bezeichnen, die der beste Tennisprofi sind, der beste Geigenspieler oder Geigenbauer, der beste Wirtschaftsmanager oder was auch immer. Wo fangen wir denn an? Wo hören wir denn auf? Also wo fängt unsere Wertung an und wo fängt deine Wertung für dich an? Oder wo hört die Wertung für dich auf? Wo fängt sie an bei der Natur? Ist also das Rehkitz das größere Wunder als die Maus oder die Kellerassel oder die Spinne? Das ist das, also wird dir das bewusst, wie du da rausguckst, wie du der Natur begegnest, weil es ist ein Spiegel davon, wie du vielleicht dir und anderen Menschen begegnest. Wie bewerte ich sie? Und das machst du, glaube ich, gar nicht, oder das machst du wahrscheinlich gar nicht extra, in Anführungszeichen. Wir sind es halt einfach gewohnt, immer Barrieren aufzubauen, Grenzen aufzuziehen, zu bewerten, uns in Konkurrenz zu setzen und natürlich ist unser Verstand auch derjenige, der, und es ist unser Verstand, es ist nicht das Fühlen, der schnell gelangweilt ist. Wieder das gleiche Bild, wieder nur ein Rotkehlchen. Rotkehlchen habe ich jetzt aber genug gesehen. Ich möchte jetzt mal einen Buntspecht sehen oder ich möchte jetzt mal einen Eichelhäher sehen oder whatever. Aber ist das eine mehr wert als das andere? Und da den Zugang zu kriegen. Und ich habe das, glaube ich, mal gesagt, dass für mich Achtsamkeitsschulung oder die Erhöhung der Achtsamkeit so als Nebenprodukt, also in Anführungszeichen als Nebenprodukt, es hatte, dass ich dankbarer, glücklicher und mehr in der Liebe bin oder voller Liebe bin. Und das zeigt sich halt auch gerade in der Verbundenheit zur Natur. Und in der Verbundenheit zu unseren Mitmenschen, weil es diese Trennung
nicht gibt, sondern die Trennung, die wir haben, und ich bin total dankbar, dass ich hier ein warmes Dach über dem Kopf habe oder ne, das so. Aber diese Trennung ist halt eine, die aufgrund unserer Evolution und aufgrund unserer technischen Fort- und Weiterentwicklung möglich ist. Aber, und das kann man sich, oder das kannst du dir halt auch mal fragen, ist es eine gute Trennung? Also in dem Maße, wie du sie vielleicht lebst. Ich merke halt für mich, ich möchte einfach bei so einem Wetter raus. Und ich möchte auch nicht nur beim Sonnenscheinwetter raus, sondern ich möchte einfach häufig raus. Ich möchte mich mit der Natur verbinden. In dem Sinne, dass ich einfach merke, das tut mir gut. Es tut mir gut, diese Luft zu atmen. Es tut mir gut, die Lebendigkeit der Natur zu sehen. Weil das ist ja auch das Schöne jetzt im Frühjahr. Da schießen die Säfte wieder ein. Also das, was die Bäume, was die Pflanzen zurückgehalten haben, das kommt jetzt raus und es fängt an zu sprießen, es fängt an zu wachsen. Und das zu sehen, das ist so viel Lebendigkeit, da ist so viel Feuer. Und dieses Feuer kannst du aktivieren, das kannst du nutzen für deinen nächsten Schritt der persönlichen Weiterentwicklung, für deinen ganz persönlichen Rausweg, für dein neues Ziel. Weil das ist das, was du vielleicht auch spürst, dass du einfach mehr Energie hast, wenn es wärmer wird, wenn die Sonne scheint, dass du sozusagen aus dem Winterschlaf erwachst. Und deswegen möchte ich dir halt auch diese Gedanken und Ideen mitgeben, also dass du einfach schaust, dass du die vielleicht müden, trägen, winterlichen Gedanken einfach über Bord wirfst. Ich weiß, einfach über Bord wirfst. Dass du dich dabei ertappst oder dass du dich dabei beobachtest, wo du ja in diesen etwas trägen, etwas niedrig schwingeren und nicht so energetisch, so freudig hochschwingenden Stimmungen bist und einfach diese tolle Energie, dieses tolle Wetter, die Lebendigkeit der Natur für dich nutzt, um für dich aktiv zu werden. Und das ist das, was ich dir mit ans, auf den Weg geben will, was ich dir ans Herz legen würde. Nutze sozusagen diese Phase, wo jetzt die nächsten 2, 3, 4 Wochen, nutze diese, mach den täglichen Spaziergang, mach dein Smartphone aus, lass die Gedanken treiben, geh nicht in die Wertung oder du suchst dir ein spezielles Thema, wenn du den Spaziergang wählst. Jeden Tag 10 Minuten. Also eins der besten Coaching-Tools sozusagen, also zur persönlichen Weiterentwicklung. Jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, ohne Ablenkung. Ohne, dass du dich mit jemandem unterhältst und ohne irgendein technisches Gerät. Reguliert deinen Blutdruck, deine Zufriedenheit wird steigen. Das ist ein ganz altes Hausmittel sozusagen. Ne? Und es gibt's wie alles hier im Podcast natürlich völlig kostenlos. Und da erfinde ich das Rad natürlich nicht neu. Und einfach mal gucken, was das mit dir macht. Reinspüren, sich wieder spüren lernen, gucken, wie fühlt sich das an, ist es jetzt wegen mir auch ungewohnt oder in welche Richtung geht das bei dir? Und gib mir da gerne mal ein Feedback, weil mich interessiert das einfach, inwieweit sich da vielleicht bei dir auch in den letzten Jahren was verändert hat oder du das komplett anders siehst oder wie du sozusagen deine Umwelt und wahrnimmst und wie du damit umgehst und wie sehr du die wertschätzt oder nicht. Ob du gerade jetzt denkst, so, jetzt mal ernsthaft, also kann ich gar nichts mit anfangen. Du weißt, ich freue mich immer auf eine ehrlich gemeinte Rückmeldung, ein ehrlich gemeintes Feedback, weil ich einfach ja auch, ich möchte ja mit meinen Inhalten, ich möchte ja helfen. Ich möchte sozusagen dir was Gutes tun, ich möchte dir ein paar Impulse geben und ich möchte mich natürlich auch verbessern. Deswegen vielleicht so ein bisschen jetzt aus der Reihe so eine Folge, die vielleicht für dich etwas seltsam ist. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch gerade nur ein und du denkst, ah, wunderbar, das passt total nach den Achtsamkeitsübungen letztes Mal und so diesem noch mehr sich mit der Natur verbinden. Sag mir einfach Bescheid, gib mir ein Feedback. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wie immer, auch am Ende nochmal mein kleiner Aufruf. Ich würde mich freuen,
wenn du die Folge teilst, wenn sie dir gefallen hat. Ich würde mich über ein Like freuen. Sharing is caring. Das heißt, wenn du jemanden hast, wo du denkst, boah, das könnte auch anderen gefallen, gerne teilen, gerne liken. Hört euch auch gerne immer nochmal die alten Folgen an, denn die bleiben natürlich da auch aktuell. Und wenn du da nochmal ein Thema hast, wo du was nachhören willst, mach das. Du findest ja alle Folgen auf meiner Homepage, hier im YouTube-Kanal, bei iTunes, bei Spotify und bei allen anderen Kanälen. Und wenn nicht, dann sag mir gerne Bescheid und ich lasse dir persönlich zukommen. In diesem Sinne, ich gehe jetzt wirklich nochmal vor die Tür, mache einen wunderschönen Abendspaziergang, hoffe auf einen tollen Sonnenuntergang und ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Und genieße das Leben, genieße die Natur, genieße deine Mitmenschen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.